Hallo, willkommen, willkommen bei der Lektion des Tages von Ein Kurs in Wundern. Wir sind bei der Lektion 196, nicht wahr? Eine ganz, ganz wichtige Lektion, auch wenn sie vielleicht sich erstmal unangenehm anfühlt und nicht in die Kategorie der heiligen oder esoterischen Lektionen passt, was sie uns gemeinsam wiederholen. Nur mich selber kann ich kreuzigen. Nur mich selber kann ich kreuzigen. Lektion 196. Wir haben in 2 Tagen eine ganz ähnliche Lektion. In der Lektion 198 werden wir üben, dass nur meine eigene Verurteilung mir Schaden zufügen kann, nicht wahr? Mich verletzen kann. Und die heutige Lektion, nur mich selbst kann ich kreuzigen, ist auch dasselbe wie vielleicht zu sagen, nur ich kann die Angst vor Gott wirklich halten. Weil es geht in dieser Lektion, einen guten Blick darauf zu werfen, was wir hier in unseren Geist gemacht haben, um Ängste wirklich zu halten, und hinter allen Ängsten steht ja keine andere Angst als die Angst vor Gott. Und das wird aufgezeigt. Natürlich ist das in der Selbstkreuzigung, im Angriff meines eigenen Selbstes geschehen. Das ist, wie wir tausende von Jahren gelebt haben, nicht? Das ist, was wir uns wirklich selber angetan haben. Und zu glauben, dass wir hier unseren Bruder angegriffen hätten oder gekreuzigt hätten, was in Wirklichkeit nichts war. Wir haben nichts gemacht, was irgendwelche Auswirkungen wirklich haben hätte können. Wir haben es uns selber angetan. Und aus diesem Grund wird uns auch die Idee der Vergebung angeboten. Aus diesem Grund wird uns Erlösung angeboten und wird erstmal wirklich klargelegt, dass diese Idee der Erlösung, die wir verfolgt haben, nämlich eine Idee, die das Ego hat als Erlösung, nicht funktioniert und niemals funktionieren wird. Wir kommen schon von Sequenzen, wo wir dieses Thema angerissen haben. Ich denke hier ganz besonders an Lektion 160 und Lektion 170. In der Lektion 160 haben wir ja geübt, dass ich daheim bin, und die Angst ist ein Fremder hier, und in der Lektion 170 haben wir wiederholt und geübt, dass es keine Grausamkeit in Gott gibt und deshalb auch nicht in mir, auch nicht in uns. Und das sind alles Aspekte der Angst vor Gott. Und heute in diesem vollen Eingeständnis, dass niemand anders gekreuzigt werden kann, wenn ich wirklich glaube, dass es so eine Möglichkeit gibt, dann bin ich das. Und ich habe das sogar auch zellulär erfahren. Ich habe mich wirklich selbst am Kreuz gespürt und gesehen, was ich mir da angetan habe. Und ja, das ist in dem Sinne keine lustige Erfahrung, aber sie war eine wirkliche Heilerfahrung. Was da mitgekommen ist, war die gesamte Heilung aller Angriffsgedanken in meinem Geist und so die gesamte Befreiung von allem, was ich da in Trennung gehalten habe und aufrechterhalten habe, wer mein Bruder sei oder was er als der Feind der Wahrheit meiner selbst repräsentiert hat, was ich ihm natürlich an Bedeutungen gegeben habe. Nichts von dem war wirklich. Ne? Aber erst eine klare Erfahrung zeigt uns, okay, wir kommen hier nicht raus, wir können hier nicht entkommen, aus entfliehen, sagt er in der heutigen Lektion, indem wir glauben würde oder weiterhin rechtfertigen können, dass das durch Angriff möglich wäre. Nein, ich muss meinem Bruder ganz klar zeigen, dass ich hier Verantwortung übernehme und dass da nichts anderes da ist als die eine einzige Wirklichkeit, das, was Gottes Geist ist, und das nennen wir hier Liebe Gottes, Freude Gottes, Glückseligkeit, wie immer du das bezeichnen willst. Aber es ist die eine einzige Wahrheit und nichts anderes dessen ist wahr. Ja. So, ich bin jetzt hier, um das mit dir zu teilen, Zeugnis ablegen und das zu demonstrieren. Dir das als mein Selbst zu geben, dass das deine einzige Wahrheit und Wirklichkeit ist und nichts anderes wahr ist. Werden wir einen Blick darauf werfen, wie das verleugnet wurde, wie das im Ego-Geist als Wirklichkeit, Anführungszeichen, aufrechterhalten wurde? Ja, das machen wir hier in einigen dieser Paragraphen. Nun, wenn wir hier direkt einsteigen, schenkt uns Jesus sofort klaren Wein ein, sagen wir es mal so, indem er sagt, wenn du dies gründlich verstanden hast, dass nur du dich selbst kreuzigen kannst und dir dessen voll bewusst bleibst,
wirst du nicht mehr versuchen, dir zu schaden oder deinen Körper zu einem Sklaven der Rache zu machen, weil das ist, was wir immer gemacht haben, nicht wahr? Und du wirst dich nicht selber mehr angreifen. Und du wirst verstehen, dass einen anderen anzugreifen, deinen Bruder anzugreifen, einen Fremden anzugreifen, wen immer in deinem Geist anzugreifen, nur heißt, dich selbst anzugreifen. Und du wirst befreit sein. Hör gut hin. Er spricht, geht sofort zur Befreiung hin. Befreit sein von der wahnsinnigen Überzeugung. Es ist eine wahnsinnige Überzeugung, dass einen Bruder anzugreifen dich selbst erlösen könnte. Und du wirst verstehen, dass seine Sicherheit, die Sicherheit deines Bruders, deine eigene ist. Wenn du diese Sicherheit ihm gewährst, im Frieden Gottes, nicht wahr, wo Schmerz vollkommen unmöglich ist, gewährst du deine eigene. Es ist die deine und dass mit seiner Heilung, mit der Heilung deines Bruders, auch du geheilt wirst und in Wahrheit bereits geheilt wurdest. Wenn du mit mir in dieser Anerkenntnis stehst, dass der Heilige Geist, der Lichtgeist selbst, sich offenbart hat, sich jetzt offenbart, bist du geheilt. So steh auf und gib das deiner Welt, Bruder. Du hast hier eine Arbeit zu verrichten. Aber diese Arbeit muss sein, den Heiligen Geist weiterzugeben, mit dem Heiligen Geist zu lehren und zu heilen. Im Namen von Jesus Christus Heilung anzubieten und weiterzugeben. Und das ist, was Taufe wirklich ist, hier diese Neugeburt zu demonstrieren und zu zeigen, dass das stattgefunden hat. Wir nennen es Auferstehung, nicht wahr? Es ist meine Auferstehung, deine Auferstehung, die wir hier als ein Geist repräsentieren und wir repräsentieren sie all unserer Welt. Halleluja, Amen, was für eine Einleitung ich hier abgebe mit dieser zu dieser Lektion 196. Nun, ich habe hier noch einiges mit dir durchzugehen. Er spricht dann, dass dieser heutige Gedanke, nicht wahr? Vielleicht verstehst du anfangs nicht, dass dieser Gedanke, dass wir uns nur selbst kreuzigen können, eine Barmherzigkeit gefunden werden kann, die ohne Grenzen ist, eine grenzenlose Barmherzigkeit. Und natürlich, er geht darauf ein, dass hier alle Ideen, alle Dinge ihren wahren Schutz finden. Vielleicht verstehst du das nicht. Es sieht vielleicht sogar so aus, sagt er, dass der Strafe nie entronnen werden kann. Es mag durchaus so aussehen. Und das ist natürlich der Inbegriff der Angst. Und das ist auch, was ich aktiv umwandle und hier zeige und demonstriere, was in meinem Geist passiert. Dass der Rest dieser Angst vor Gott jetzt durch diese Anerkenntnis, durch diese Klarheit, was ich mir angetan habe, mir nicht mehr antun werde, hier dieser letzte Akt der Befreiung, der Angst vor Gott mir gezeigt wird und für mich geheilt wird. Danke, danke, danke. Er spricht hier von der Bedrohung und du kannst diese törichten Anwendungen sehen lernen und hier wieder genau, hör genau hin hier, das sind alles Anweisungen für die Übung. Wir können die Bedeutung leugnen. Du kannst die Bedeutung leugnen, die sie zu haben scheinen. Ja? Was immer dann Bedeutungen. Meistens kommen wir davon und wir bleiben da stehen, indem wir sie einfach auf den Nächsten projizieren und dann sagen, ja, ich bin im Recht und ich weiß es ja und ich bin okay, aber der andere. Ne? Nein, wir müssen es in unserem Geist, die Verleugnung leugnen, diese Bedeutungen leugnen. Weil sie kommen vom Ego, sie haben nichts mit der Wahrheit zu tun. Wir müssen aufstehen und die Wahrheit finden und die Wahrheit uns anbieten und die Wahrheit repräsentieren. Das ist wirklich alles. Das ist, wie wir nach Hause gehen und nicht anders. Und so lehrst du deinen Geist auch, dass du kein Ego bist. Was willst du noch mehr hören? Du lehrst dich selbst, dass du kein Ego bist. Du hast dich ja sowieso schon gelehrt seit tausend von Jahren, dass du ein Ego bist. So, du kannst dem Ego sowieso nicht entgehen, aber du kannst beginnen zu lernen, dass du kein Ego bist. Und so wird es deine Erfahrung werden und ist es bereits hier und jetzt.
Denn die Art und Weise, wie das Ego die Wahrheit verdreht, wird dich nicht mehr länger täuschen. Und du wirst nicht glauben, dass du ein Körper bist. Siehst du, es dreht sich alles um diese Körperidentifikation. Denn es zu kreuzigen gilt. Ja, du kannst nur zu glauben, dass du den Körper kreuzigen würdest. Und du wirst im heutigen Gedanken das Licht der Auferstehung sehen. Willst du das? Hier ist es. Ich repräsentiere das als du selbst und so auch du, deiner Welt. Indem du über alle Kreuzigungs- und Todesgedanken hinaus zu Gedanken der Befreiung und des Lebens blickst. Und das ist die Anerkennung der Auferstehung selbst, dass du auch siehst, dass hier eine physische Auferstehung stattfindet, weil Auferstehung körperlich ist. Aber es ist eine vollkommene Befreiung aller zellulären genetischen Idee, Erinnerung. Es gibt nur eine Erinnerung, die übrig bleibt, und es ist die Erinnerung an Gott. Halleluja, Amen, nicht wahr? So, du siehst, da ist eine Leidenschaft dahinter. Der heutige Gedanke ist ein Schritt, den wir tun und der uns von der Knechtschaft in den Zustand der vollkommenen Freiheit führt. So lass uns heute diesen Schritt tun, um rasch den Weg zu gehen, den uns die Erlösung weist, indem wir jeden Schritt in seiner ihm bestimmten Folge tun, während der Geist seine Lasten eine nach der anderen aufgibt. Es ist nicht Zeit, die wir dafür brauchen. Es ist nur, bist du bereit, eine kleine Bereitwilligkeit. Nur du brauchst nur eine Bereitwilligkeit zeigen. Du brauchst keine Zeit, um hier einen Prozess, einen psychologischen Prozess durchzugehen. Bereitwilligkeit, Zeit einzusparen, Zeit im Hier und Jetzt zu kollabieren und diese Bereitwilligkeit jetzt erlöst und zu sein und die Heilung für dich anzunehmen. Denn was so aussieht, als wären 1000 Jahre dafür nötig, kann durch die Gnade Gottes leicht in einem einzigen Augenblick geschehen. Amen. So, der trübselige, hoffnungslose Gedanke, dass du andere angreifen und selbst entrinnen kannst, hat dich ans Kreuz genagelt. Was brauchst du noch mehr wissen? Das hast du dir alles selber angetan. Hier hast du diese Prämisse, ne, dass du glauben könntest, du könntest entkommen, entfliehen, sagt er, ne, indem du angreifen könntest und selber nach wie vor entkommen könntest, ist nicht möglich, weil du dich selbst ans Kreuz genagelt hast. Vielleicht sah es so aus, als sei es die Erlösung, doch stand er bloß für den Glauben, dass die Angst vor Gott wirklich ist. Und was ist das anderes als die Hölle? Wer könnte ohne Höllenangst in seinem Herzen glauben, sein Vater sei sein Todfeind, der von ihm getrennt ist und nur darauf wartet, sein Leben zu zerstören und ihn aus dem Universum auszulöschen? Ja, zu glauben, dass dein Bruder krank werden könnte, alt werden könnte und sterben könnte, das ist dasselbe. Ne? Anerkenntnis der Angst vor Gott ist Anerkenntnis der Todesidee. Und so sieht die Form des Wahnsinns, nennt er es, des Wahnsinns aus, an die du glaubst, wenn du den angsterregenden Gedanken akzeptierst, dass du jemand anderen angreifen und selber frei sein kannst. Solange diese Form nicht geändert ist, besteht keine Hoffnung. Punkt, Rufzeichen. Danke, danke, Jesus. Ich höre das. So will ich es auch hören. Verstehst du? Es ist ein Lehren der vollkommenen Verleugnung dieser Ego-Gedanken. So, es sagt ganz klar, dass die Angst vor Gott für jeden, der denkt, dass diese Gedanken wahr sind, wirklich ist. Und er wird dessen Torheit nicht wahrnehmen und nicht einmal sehen, dass er vorhanden ist, sodass es möglich wäre, ihn in Frage zu stellen, um ihn überhaupt zu hinterfragen. Ne? Ein Kurs in Wunder bietet uns an, all unsere Konzepte ständig zu hinterfragen. Ja? Weil wir sind ja so selbstgerecht erstmal und glauben, wir haben Recht und wir wissen hier ja etwas. Nein, hinterfrage alles. So, es muss seine Form erst mindestens so weit verändert werden, dass die Angst vor Vergeltung nachlässt und Verantwortung dir ein Stück weit wiedergegeben ist. Und von da aus kannst du wenigstens erwägen, ob du auf diesen schmerzlichen Pfad weitergehen willst. Ja? Natürlich willst du da nicht weitergehen. Ja? Du hast schon genug Schmerz empfunden, hoffe ich zumindest. Ich hatte genug Schmerz, das weiß ich ganz genau. Nichts mehr von dem, nicht wahr? Nichts mehr von dem. Genug damit. Ehe dieser Wechsel nicht vollzogen ist, kannst du nicht wahrnehmen. Ein Wechsel, siehst du, da passiert ein Wechsel. Ehe der nicht vollzogen ist, kannst du nicht wahrnehmen, dass es nur deine Gedanken, Finger auf die Nase,
nur deine eigenen Gedanken sind, die dir Angst bescheren und dass deine Befreiung ebenso von dir abhängt, nicht wahr? So, es war diese Idee aus der Ausflucht vor der Liebe Gottes, nicht wahr? Diese Idee, dem Licht deiner eigenen Reflexionen zu entkommen, deinem eigenen Licht zu entkommen. Nein, geht nicht. Das Licht ist gekommen, es ist in deinem Geist, du bist das Licht. Du kannst es jetzt nur noch scheinen. Ja? Und alle Illusionen werden in diesem Licht weggeschienen, weggeleuchtet. Und unser nächster Schritt, ne? So, zuerst haben wir alle Formen, alle Gedanken hinterfragt. Als zweites, nächstens, so ist ein zügiger Schritt, den wir hier machen, wenn du erst einmal verstanden hast, dass es unmöglich ist, von etwas anderem als deinen eigenen Gedanken verletzt zu werden, dann muss die Angst vor Gott verschwinden. Was für eine Perspektive. Danke, Jesus Christus. Danke, in deinem Namen will ich, dass alle Angst im Menschengeist verschwindet. Denn dann kannst du nicht mehr glauben, dass Angst außen verursacht wird. Hörst du das? Und Gott, den du zu verbannen dachtest, kann wieder im Heiligen Geist, den er nie verlassen hat, willkommen geheißen werden. Das Lied der Erlösung kann in dem Gedanken, den wir heute üben, bestimmt gehört werden. Wenn du nur dich selbst kreuzigen kannst, dann hast du die Welt nicht verletzt und brauchst von ihrer Rache und Verfolgung keine Angst zu haben. Du brauchst vor keinem deiner Gedanken Angst zu haben, nicht wahr? Ebenso wenig musst du dich voll Angst und Schrecken vor der tödlichen Angst vor Gott verstecken und die Projektion hinter sich verbirgt. Die Projektion hinter sich verbirgt. Das, was du am meisten fürchtest, ist die Erlösung, nicht wahr? Weil es eine vollkommene Befreiung ist, weil es ein Nachhausegehen ist. Du bleibst nicht hier. Niemand bleibt hier. Du bist stark und Stärke ist es, die du willst. Aber es ist die Stärke Gottes, nicht die Stärke eines Egos oder eines menschlichen Bewusstseins. Das ist wirklich, was Schwäche ist. Und du bist frei. Sag zu mir, ich bin frei. Und deine Freiheit froh. Du suchtest, sowohl schwach als auch gebunden zu sein, weil du deine Stärke und Freiheit fürchtetest. Doch die Erlösung liegt in ihnen. Es gibt einen Moment, wo Angst und Schrecken sich deines Geistes so gänzlich zu bemächtigen scheinen, dass ein drinnen völlig hoffnungslos erscheint. Das nennt man die dunkle Nacht, nicht wahr? Eine dunkle Nacht der Seele. Wenn du ein für alle Mal begreifst, dass du es bist, den du fürchtest, dann nimmt der Geist sich als gespalten wahr. Das war es, was verborgen war, solange du glaubtest, Angriff könne nach außen gerichtet werden und von außen nach innen zurückgegeben werden. Es scheint ein äußerer Feind zu sein, den du zu fürchten hattest. Und so wurde ein Gott außerhalb von dir zu deinem Todfeind, zur Quelle der Angst. Und das hast du auf deinen Bruder projiziert, nicht wahr? Das haben wir alle gemacht. Das ist, wo wir sagen, das nicht mehr. Ich will meinen Bruder als meinen Erlöser anerkennen, als meinen Erlöser sehen. Ich will das wählen, das entscheide ich. Und somit gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit als Heilung. Und wenn ich geheilt bin, ist jeder mit mir geheilt. Ja? Da ist niemand übrig mehr in unserem Geist, der nicht geheilt wäre. Jetzt wird für einen Augenblick ein Mörder in dir wahrgenommen, ne? Wenn die Quelle der Angst der Todfeind wirklich ist. Auf deinen Tod versessen und damit beschäftigt, sich Strafen für dich auszudenken, bis die Zeit gekommen ist, da er endlich töten kann. In diesem Augenblick jedoch ist ebenfalls die Zeit, in der die Erlösung kommt. Denn die Angst vor Gott ist verschwunden und du kannst ihn anrufen. Ja, wir rufen ihn an, wir rufen Gott an, wir rufen Christus an. Dich in seiner Liebe von Illusionen zu erlösen. Es ist immer, erlöse mich, Vater. Ja? Christus, gib mir deine Stärke, zeig mir, hilf mir, erlöse mich von meinen eigenen Illusionen. Indem du ihn Vater nennst und dich seinen Sohn. Bete darum, dass dieser Augenblick bald sein möge. Heute, warum nicht jetzt, hier und jetzt. Tritt von der Angst zurück und schreite fort zur Liebe. Es gibt keinen
Gedanken Gottes, der nicht mit dir geht, um dir zu helfen, jenen Augenblick zu erreichen und rasch, sicher und für immer über ihn hinauszugehen. Wir sind im letzten Paragraphen. Aber du siehst, es ist eine urlange Lektion und sie ist großartig. Ich liebe sie. Wenn die Angst vor Gott vergangen ist, hör gut hin hier mit mir, dann gibt es keine Hindernisse, die zwischen dir und Gottes heiligen Frieden noch bestehen bleiben. Wie gütig und barmherzig ist der Gedanke, den wir üben. Heiße ihn willkommen, wie du es solltest, denn er ist deine Befreiung. Nur du, nur ich, nur du bist es für wahr, den dein Geist zu kreuzigen versuchen kann. Doch deine Erlösung wird ebenso von dir kommen. Ja, Erlösung ist eine Idee hier. Im Himmel brauchen wir keine Erlösung. So, wir haben hier uns selber verletzt, uns selbst angegriffen, uns selbst verurteilt und die Erlösung kommt ebenso von uns. Und das ist, was wir jetzt wollen. Halleluja, Amen. So, Bruder, ich liebe dich in dieser Akzeptanz, in diesem Annehmen. Du siehst wirklich aus als ein Lichtgedanke in meinem Geist und du kannst nicht zu etwas werden. Im Licht gibt es keine Dunkelheit. Hab einen wunderbaren Tag, so. Ich weiß nicht, was du damit machst. Das Beste ist, dich einfach hier mit einzubringen und mit mir das zu feiern. Na, wunderbar, danke. Tschüss.